Das ist vollkommen fein. Damit haben wir die eine große Armee hier ausgelöscht und den Außenposten eingenommen. Ach, die belagern dadurch jetzt auch nicht mehr. Ach, leck mich doch. Das kann nicht wahr sein. Scheint aber viel Artillerie zu haben. Das ist gut für mich. Und der hilft auch direkt mal mit hier. Auch mit Rammböcken, was soll's. Wobei, warte mal, wie viele Bodentruppen haben wir dabei? Schon einige hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann machen wir dann die hier. Dann machen wir mal... Davon nochmal danach 3. Auch nochmal eine ordentliche Belagerung hier machen. So, hier läuft eine ungarische Armee rum. Da dürfen die drin aber eigentlich schaffen. Wie, Trabzon, stimmt. Wenn wir Trabzon jetzt einnehmen würden, wäre auch Ungarn weg. Das heißt, diese Armeen würden uns nicht mehr nerven. Die wäre tatsächlich auch weg. Wobei sie eigentlich keine Gefahr für uns ist. Da hat teilweise meine Ungeduld gerade reingespielt, aber auch teilweise meine Überzeugung eigentlich, dass wir das easy mal hätten machen sollen. Willst du mich laxen? Was ist da drin? Seriously, jetzt? Egal, ob es eine volle Armee Elefanten ist, das dürfte kein Problem sein. Also, wäre vielleicht schwierig geworden. Das ärgert mich jetzt. Ich merke immer wieder, dass automatisch echt auch bei solchen Sachen eigentlich... Ach, Mann. Dass man sowas Echtzeit austarieren sollte. Komm, aus Protest belagern wir es direkt nochmal. Scheiß erstmal auf Antiochia, dafür haben wir gleich eine neue Armee. Das ist ein Hohn, Alter, aber so richtig. Na! Gut. Ist wie es ist jetzt. So, die Spione schicken wir auf jeden Fall weiter nach vorne. Du bist hier oben auf jeden Fall sowas von egal. Und irrelevant. Wir haben einige Spione gerade hergestellt, sehe ich, ne? War gar nicht so viel nötig eigentlich. Ja, gut. Damaskus ist eigentlich auch leer und lecker einzunehmen. Allein auch schon, weil es eine Stadt ist. Ja, wo, was bist du denn? Nee, mach mal nicht. Shit. Anscheinend kannst du nicht mehr urteilen. Das ist natürlich unschön. Meinetwegen können wir hier... Na, ihr müsst gerade fortbilden. Da habe ich keine Zeit für. Eine Zeit. Was haben wir denn hier eigentlich drin? Wir haben 11 Rammböcke. Ah, ist aber eine Festung. Das sieht der Delle hier. König himself wieder, der Gehörnte. Wir haben ungefähr das Doppelte an Truppen. Ein bisschen mehr. Aber wir müssen natürlich bedenken, die haben gute Truppen. Das ist nichts Schlechtes. Und es ist eine Zitadelle, in der sie sich befinden. Sprich, wir machen das noch nicht. Haben wir gerade eben gesehen, was passiert, wenn sogar noch viel, viel weniger Truppen da drin sind. Und hier machen wir einen Priester. Weil Ketzer ist jetzt, muss ja nicht sein. Warte mal. Da warte ich nochmal eine Runde, ja, ja, aber ich überlege gerade tatsächlich. Könnte greedy sein? Meine. Wir können ja schon mal belagern. Cordoba ist so oder so zufrieden. Und die krassesten Truppen haben die hier drin jetzt auch nicht. Könnten wir sogar so schaffen. Vielleicht. Oh. Nehmen wir mit. Dann würde ich sagen, nächste Runde. Ach stimmt, die Truppen habe ich ganz vergessen. Und aus Lissabon sind wir raus. Gut, aber dass wir aus Lissabon rausfliegen, das war... Davon war auszugehen. Da habe ich mich verklickt halt vor ein paar Runden. Werden wir da auf jeden Fall gleich direkt wieder belagern mit der Armee, die da rausgeflogen ist. Und dann passt das schon. Und wie gesagt, gehört jetzt den Rebellen und nicht den Portugiesen. Entspannt. Oder entspannt her. So, er greift mich an. Sprich, aber das heißt, dass die Schlacht auf offenem Feld stattfinden wird. Bist du Fernkämpfer gewesen? Ja. Da schicke ich direkt dann... Direkt meine wertvolle Kavallerie raufballern. Ich habe nicht mehr so viel davon. Auch Fernkampf. Schwerträger. Theoretisch sollte das machbar sein eigentlich. Und damit könnten wir auch direkt Granada einnehmen. Schön wär's. Danach dürften die Mauren dann nur noch eine Stadt haben. Das ist dann Marrakesch. Dann sind auch die Mauren weg, theoretisch. Natürlich müssen wir erstmal auch Granada einnehmen. Davon mal ab. So. Die kleine Armee, die hier vorne direkt steht... Ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Ist ja nur eine. Und ich werde dafür jetzt auch kurz einmal dann meine Armee benutzen. Meine Kavallerie. Auch geballert. Ich werde dich erstmal hier hinterlassen, um nach links oder rechts aufteilen zu können. Ja. Du bist dann die 4. Nee, warte, du kannst... Nee, doch, du kannst die 4. Why not? Nee, weißt du was, du bist die 2. Wir haben so wenig Kavallerie. Das ist so egal. Tatsächlich ist es tatsächlich egal. So, Schlacht starten. Verstärkung ist direkt am Start, das ist okay für mich. Wir rennen rauf.
So, Verstärkung kommt von aber da ganz oben. Alles klar, das ist gar kein Problemchen. Ja, wir schauen uns das sofort. Sehr schön. Oder sind nicht mehr weggelaufen, das freut mich. Dann fällt doch zu schnell da. Wenn wir standhaft, nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Sie fliehen aber, das heißt, wir können direkt für diese Granaderritter unsere anderen Reiter wieder benutzen. Würde ich sagen. Sprich, wir stellen uns mit euch mal dahin. Wir haben jetzt hier nicht den High Ground, aber ist auch erstmal wurscht. Haben wir keine Fern. Doch, hier haben wir Fernkämpfer gehabt, ne? Ah, Brustschützen, ja. Ja. Let's have a look. Ich würde sagen. Oh, jetzt kommen sie angelaufen, wa? Dann mal rauf da. Und euch, ja, das ist jetzt blöd, wie die da runterkommen. Ganz ungünstige Reihenfolge, würde ich es nennen. Weil ich jetzt erstmal keinen Plan habe, wir teilen die ein bisschen auf. Ich krieg die Granada-Ritter jetzt gerade nicht so zu fassen, wie ich gern hätte, ne, oder? Ja, doch, ich hab's jetzt so ein bisschen. Hier ist ein bisschen alles mal an die Außenseite und rein da. Und besser für euch ist es jetzt tatsächlich auch, wenn ihr raufrennt. General läuft hinterher. Immer auf mal zwei. So. Wie gesagt, Chance, jetzt haben wir hier Granada einzunehmen. Und das ist natürlich dann immer eine schöne und wichtige Schlacht. Okay, die Leibwächter kommt tatsächlich auf uns rauf. Ey, kein Problem. Dafür habe ich Speerträger. Das ist kein Problem für mich. Das wiederum ist ein Problem. Wir müssen jetzt versuchen, hier wirklich klüger als sonst zu spielen, sage ich mal. Ja, der fliegt direkt. Ach, komm schon. Der General ist aber direkt in unseren Speerträgern drin. Also, wenn, das würde mich schon wundern, wenn der das lange macht. So, bitte nur auf die Granada-Ritter. Nicht, auf nichts anderes. Sollen sie sich hier mit rumkümmern? Kein Problem. Mir jetzt erstmal wurscht. Perfekt, das war wichtig. Importante. Der flieht. Und jetzt sind wir, sag ich mal, so wie es ist, von innen reinknallen. Das dürfte reichen. Dann dürften die eigentlich relativ schnell fliehen jetzt. Auch wenn Speerträger sind. Ja, da geht's los. Das große Fliehen. So, und jetzt geht er mal bitte noch darauf, weil die fliehen noch nicht. Jetzt können wir auch mal 6 machen, ja. Wurscht. Ja. Oh, noch fliehen sie nicht. Muss man ihn lassen. Längeres Stehvermögen, als ich dachte. Die kommt zurück. Okay, kein Problem. Ja, da ist eine Kavallerie jetzt drin. Scheiß drauf. Das ist wirklich Pipifax jetzt. So, der flieht wieder rauf da. Also kurz um den General. Ja, egal, passt. 264 Mann verloren. Da waren jetzt gerade nur die erste Hälfte des Kampfes wichtig, dass wir das gut tarieren da. Fuck. So, jetzt haben wir nicht mehr die Halbinsel ganz, weil wir gerade eben Lissabon verloren haben. Aber gut, we get to the point hier. Gar kein Problem. Mann der Stunde nehmen wir mit. Das dürfte dann der hier sein, ne? Ja, warum nicht? Wir haben gerade ein bisschen Geld. Wo haben wir denn jetzt Mann der Stunde, oder? Nicht. Reiste Seite. Ja, den Titel nehmen wir doch. Why the fuck not? So. Die belagert direkt wieder. Das ist drauf geschissen. Was ist da drin? Guck mal, das sind sogar jetzt hier auch andere Truppenarten. Ja, Granaderritter sind jetzt aber glaub, gefühlt nicht die krassesten. Warum nicht? Das ist doch super für uns. So. Und dich pumpen wir nochmal mit ein paar Truppen voll, bevor du nach Marrakesch gehst. Und da würde ich jetzt noch gerne primär ein paar Pferde mitnehmen. Ja. So, Algier ist bereit, würde ich sagen. Oder zu marschieren. Hallo? Oh, Hallöchen! Da müssen wir natürlich auf den erstmal drauf gehen, damit der sich jetzt hier nicht durchmogelt. Und Algier pumpen werden wir direkt wieder mit Truppen voll. Das geht schnell. Das passt schon. Genau. Dann haben wir Tripolis. Den müssen wir jetzt ja wohl nicht automatisch machen. Ich bitte euch. Dankeschön. Das wäre jetzt auch lächerlich gewesen. Die haben keine Elefantos.
Sehr schön. Und nochmal die Kasse ordentlich aufgefüllt. So wie sich das gehört. Kaum Männer verloren, das heißt, wir haben auch nichts wirklich zum Aufrüsten. Mit anderen Worten aber auch. Komm mit her. Du, wir sind jetzt ein bisschen greedy. Das ist jetzt einfach so. Direkt nach Alexandria ist das. Dann erstmal noch meinetwegen nach Alexandria. Wir kommen jetzt hier von der anderen Seite. So, und hier werden wir dann die nächsten Runden auch ordentlich Truppen bauen. Damit Tripolis ein bisschen sicherer ist. So, hier oben war ein Ketzer. Wir entsinnen uns. Oha, hat direkt funktioniert. I take it. Sehr schön. Und war eine Hexe. Bam, Junge. So läuft der Hase. So, andere Religion sehe ich jetzt hier gerade. Okay, anscheinend sehe ich sie doch anscheinend hier, oder was? Eben, also 44% war jetzt auch nicht bad. Na jetzt. Bulgariotis, hast du das jetzt auch? Nee, okay. Man weiß ja nie. Nee, da haben wir es gelernt. Das lassen wir mal jetzt. Eine kurze Zeit noch. Okay. Wir können alle mal auf jeden Fall weiter runter moven. Edessa sieht auch lecker aus. Hier wären wir theoretisch auch über der Brücke. Theoretisch können wir überlegen, das jetzt anzugreifen, damit Antiochia nicht noch größer wird. Also von den Truppen, dass sie da nicht wieder zu viel auffüllen. Könnte man überlegen. Dich lasse ich nochmal drin. Dich werde ich nächste Runde in Caesarea mal aufladen. Du bringst da so angekratzt gar nichts. Hier müssen wir die ganze Zeit wieder auffüllen, weil halt... Ah, die Pest ist weg. Ah, sehr schön. Ja, dann können wir jetzt endlich mal auffüllen und danach angreifen. Wunderbar. Dann können wir es versuchen. Danach versuchen, Antiochia zu belagern. Ist eine große Schlacht, ne? Das ist somit, sind somit die letzten Timuriden großartig. Ja, die haben auch noch Damaskus. Oder Aleppo haben wir auch noch nicht eingenommen. Aber ich sag mal so, von den Truppen her, die meisten sind hier. Die Hauptarmee ist hier gerade. Genau, sehen wir uns mal erstmal die Armee an. Hier, Elefanten kriegen wir ja wohl weg, oder? Das würde ich schon sagen. Was ist hier? Kriegen wir weg. Interessantere, die große Armee hier, die in Antiochia, die hatte glaube ich 2 Elefanten. Ja, das könnte schon wieder kniffliger werden, aber wir haben diesmal Pikeniere dabei. Dafür sind wir extra hier hochgelaufen mit ein paar Generälen. Und es wird auf jeden Fall eine spannende Schlacht. Und es ist auch eine wichtige Schlacht. Wenn wir die schaffen, haben die Timuriden eigentlich nichts mehr zu melden, Absar. Die haben schon generell weniger zu melden jetzt gehabt als vorhin auf einigen Runden. Aber das wäre nochmal so ein richtiger Schlag für die ins Gesicht. Und für uns nochmal ein guter Sieg. So. Genau, die hatten 4 Elefanten direkt. Die Pikeniere muss ich jetzt hier am besten wirklich ordentlich einsetzen. Und am liebsten würde ich die auch gegen die größere Armee einsetzen wollen, als jetzt gegen 4 Pikeniere, gegen 4 Elefanten nur. Wisst ihr, wie ich meine? Dafür will ich die nicht verschwenden. Ich stelle sie jetzt erstmal hier hin. Ihr seid die 4. Euch haue ich tatsächlich auch in eine Armee rein. Auf die ballert. Ich habe ich vergessen. Meinetwegen erstmal hier hin. Ah, sag mal die 5, bitte. So, Kavallerie haben wir viel. Das schmeckt. Kavallerie ist immer the best. 3. Alter, wir haben ordentlich Kavallerie. Und zwar auch alle voll. Das ist auch immer wieder lecker. Immer lange her, dass wir großartig volle Armeen hatten. Der General kommt tatsächlich hier mit. So, alle sind direkt da. Moment mal, wo ist denn jetzt... Ah, das ist die eine Armee mit den 4 Elefanten. Wo sind die meisten Elefanten? Die kommen von hier. Die sind alle direkt am Start. Interessanter Start. So oder so. Ich überlege direkt, mich hier unten für hinzustellen. Für die, ich sag mal, schwierigere Armee. Und ich würde immer noch sagen, wir machen das jetzt auch. Komm, drauf geschissen. Bin da. Hier kommt erstmal dahin. Die 3. Rennt mal bitte bis hier ganz hinten durch und auch rennen. Das muss schnell gehen mit euch. Euch erstmal hier hin. Zack, zack, zack. Ach stimmt, wir müssen davon ausgehen, dass die sich zusammenschließen wollen. Ne? Stimmt. Das haben die, machen die ja meistens, die Verstärkungen, dass sie sich zusammenschließen. Und hier sind wir schon verdammt nah am Gegner lang. Oh, beeil dich. Oh, das schmeckt mir doch jetzt schon nicht, dass wir da so nah vorbeilaufen. Wir kapseln ab. Aufgeballert, Alter. So, Fähigkeit kurz weg. Rauflaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt The Choice ist.
die gute Choice ist. Ich weiß es nicht. Ich bin noch ein bisschen gerade hier stresst. Und ich sag mal so, da haben sie eine ordentliche Schneise gerade geschossen. Ah. Das sagst du ziemlich früh, mein Freund. Das ist ziemlich früh die Aussage. Noch ist sie gar nicht sicher. Wenn man in die verfluchte Artillerie schießt, die tut natürlich nochmal weh. Was kommt hier rausgelaufen? Pistolenschützen statt Miliz. Das sind Speerträger, das ist scheiße. Aber ich würde trotzdem mit meiner Kavallerie raufrennen, damit die hier irgendeine Art Impact haben. You know. Gehe ich ein bisschen näher. Und du kannst auch rauf, also das war jetzt kein Witz, du kannst auch richtig raufmarschieren da. Und die, die ganz nah dran sind, können dann auch meinetwegen dann den Speermauer wieder ab. Aber ihr müsst dann auch bitte hinrennen. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr schon sowas Verrücktes tut und nur auf Elefanten zulauft, dann müsst das auch hier ein bisschen besser aussehen. Gefühlt ist das nicht so geil. Du kommst mal bitte dahin. Das ist hier auch gefühlt nur was Halbgares. Ihr kommt mal bitte sofort runter hier. Scheiß erstmal auf die Armee da oben, bitte. Auf. So, hier sind wir jetzt drauf. Wieder anmachen. Auch geil, dass die gerade mit ihren Kavallerieeinheiten drauflaufen. Das gefällt mir. Sperrmauer. Die ist ein bisschen schwerer, um durchzukommen. Die Elefanten haben leider noch nicht genug. Das ist schade. Wir rennen trotzdem mit dem hinterher mal. Und mit dem restlichen Pulk auf da. Sarbaden-Miliz. Wie könnte man darauf laufen? So, die ersten Truppen fliehen, das ist nie gut. Dann zeige ich mir... die laufen auch wieder 100 Jahre, weißt du? Wie wär's mal mit Expresslieferung? Scheiße. Aber selbst mit Pikinieren läuft das nicht so flüssig, wie ich es mir erhofft habe. Aber es gefühlt gehen nicht so schnell welche drauf, ich weiß es. Boah, die laufen aber schon irgendwie gefühlt easy durch. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Lauf da jetzt. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Impact hier mit unserer, oder von unserer Kavallerie. Auf geschissen rauf da. Das muss jetzt sein. General mal bitte aber ganz weiter weg. Nice, die fliehen alle da oben. Fuck. Habe ich sie etwa nicht ordentlich eingesetzt wieder oder was? Ach, fuck it, DM, ey. Fliehen auch alle. Was? Warum? Hier ist doch nichts. Hier ist nicht mein Gegner in der Nähe. Ihr Lappen, Alter. Oh, mach mich das. Das mache ich fertig jetzt. Auf den General rauf. Das ist ein look good. Es gingen gefühlt alle meine Truppen. Ja, wir müssen... Die müssen alle wieder herkommen, aber die wollen nicht. Sie fliehen einfach alle. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu spät. Boah, habe ich mir das zu leicht vorgestellt? Ich weiß es nicht. Die Armeen kommen zurück, die ersten. Ja, sieht trotzdem nicht gut aus. Ich sag so, wie es ist. Auch da, ich habe keinen Plan, wohin jetzt sonst mit euch. Die schießen sonst gleich wieder und das ist auch nicht lecker für uns. Theoretisch, die kämpfen jetzt alle wieder, Alter. Ich muss jetzt alle wieder zusammen färchen, Alter. Oh. Aber eigentlich darf ich mich nicht beschweren. So, die Verstärkung kommt. Wie, Dankeschön, endlich fliehen sie mal, Alter. General schicken wir nicht drauf, das ist zu irre. Den General nicht, meine ich. Gehen sie wieder, ja. Ihr sollt draufrennen. Ich habe euch das befohlen, dann macht das doch mal bitte. Das wäre einfach wahnsinnig nett. Und das Ding ist, oh, die sind tatsächlich doch wieder zurückgekehrt, nett. Oben rauf, wir müssen dann winnen von allen Seiten, wenn wir schon raufgehen. Ja. Oh boy, ey, scheißen Dreck. Er fliegt eh direkt wieder nach kurzem Gegenschlag. So, die Elefanten kommen zurück. Das schmeckt nicht so. Ach, nimm die Scheiße da jetzt runter. Ihr seid, braucht 100 Jahre, bis ihr bei mir seid. Alter, was? Was machen die denn für einen Ansturm? Feindliche General ist tot. Ja, das wird bringen, ich glaube nicht mehr.
Alter, die rennen da rein und alles ist direkt tot im Umkreis gefühlt, ey. Heilige Scheiße. Ja, das ist rum. Da die ganze Armee hier noch kämpft, ist das rum. Nicht mehr der mächtige Gott könnte das schaffen. Da wünsche ich mir leider sehr sure. Das ist die Armee, mit der wir noch zu kämpfen haben. Ist das nicht krass? Na komm, dann geh doch drauf da jetzt. Da müssen wir jetzt hier... Ach, ist das ärgerlich. Alter. Ja, vielleicht habe ich da falsche Prioritäten gesetzt. Dass ich mit meiner Armee gesagt habe, komm, gehen wir erstmal auf die größere Armee rauf. War anscheinend ein Fehler. War vielleicht auch nicht so ganz ordentlich gekämpft, wie man es hätte machen sollen. Ich weiß es nicht. Waren auch vielleicht zu wenig pinke Niere. Ist jetzt wie es ist. Schade auf jeden Fall. Schade, schade, schade. Da haben die Timuriden nochmal gezeigt, dass mit denen echt nicht zu spaßen ist. Aber gut, das kriegen wir wieder alles aufgerüstet. Da belagern wir auf jeden Fall noch. Oslo belagert auch. Bis zum geht nicht mehr. Genauso wie auch wir bei Lissabon belagern werden. Bis zum geht. Ihr könnt auf jeden Fall nochmal... Genau, ihr bildet eh fort. Warum nicht? Da wird hergestellt. Nächste Runde. Ach stimmt, unsere... Ach, die habe ich schon wieder vergessen, Mensch. Stimmt, wir haben immer noch drei Armeen, die ja gerade hier auf dem Weg rüber sind. Hab ich ja wieder komplett vergessen. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, was möchtest du denn in Moskau ganz oben? Nichts. Okay.